Und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play StarCraft 2 Multiplayer. Also, ich muss direkt mal sagen, diese Runde hier spiele ich nicht. Es handelt sich hier um ein Replay, aber ihr seht auch von mir. Und ich habe gespielt gegen einen Herren, des, oder einen Dame, dessen Namen ich gerne mal aussprechen würde, aber es gerade nicht kann, weil ich die Sprache nicht lesen kann. Ich kann kein Russisch lesen oder was mal das gerade war. Müsste Russisch gewesen sein. Aber ich zeige jetzt heute und morgen, also Montag, Dienstag, zwei Replays von mir. Und zwar dieses hier und dann noch eins. Und zwar hat mich wirklich angefragt, ob ich neue Videos mache. Ich werde auch die nächste Mal richtig selber spielen, also aktuell spielen und dabei aufnehmen. Aber erstmal wollte ich diese zwei tollen Videos zeigen, weil die gute Beispiele sind für ein paar Spielmethoden, die öfters auch so mal passieren. Also wir haben hier, wir spielen beide Zerg. Ich kann mal kurz auf die Arbeiter und das Einkommen gehen. So. Wir sehen, wir haben beide gleich viele Arbeiter und unser Einkommen ist auch relativ gleich. Nur dass ich bin halt blau. Und mein Einkommen ist momentan ein bisschen höher. Aber das soll ja einfach noch nichts heißen. Wir sehen also, dass ich auf jeden Fall schon mal den Overlord stehen habe. Er nicht. Der müsste jetzt aber eigentlich schon im Auftrag bei ihm sein. Was aber komischerweise nicht der Fall ist. Er produziert gerade erstmal rein gar nichts. Okay, jetzt hat er gerade drei Overlords rausgehauen. Das kann ich, also ich kenne das, ich habe das Replay von diesem und zum Spiel noch nicht gesehen aus seiner Perspektive. Also, ich höre nur meine Perspektive. Aber das kann ich eigentlich gerade nicht nachvollziehen, warum er gerade die Overlords, drei Overlords rausgehauen hat. Was eigentlich total sinnlos ist, weil er jetzt ist er gleich voll oversupplied. Hier 34, das bringt ihm eigentlich relativ gar nichts am Anfang. So finde ich total komisch. Ich habe gerade den Extraktor gebaut bei einer Supply von 14, wenn ich mich erinnere. Ja, müsste 14 gewesen sein. Und hier habe ich ja vorhin diesen Fehler mit dieser Drohne gemacht. Die müsste eigentlich jetzt schon reingehen und arbeiten, aber soll passieren. Da oben ist auch direkt nach dem Extraktor baue ich sofort mit dem Bruchsteinpool. Weil da habe ich so einen flüssigen Gang und das habe ich mal gelernt, dass man das so, dass ich das meiste dem immer so. Deswegen ist halt so. So, wenn ich mich recht erinnere. Hier kommt den Overlord gerade anmarschiert. Okay. Den schicke ich relativ selten los, eigentlich total dumm ist, aber ich mache das halt. Passiert. Er baut, ich baue, ach, ich baue eine Queen. Okay, ich dachte gerade schon, er baut eine Queen. Aber er macht gerade einfach fast gar nichts. Es ist komisch. Er ist so ein hoher Zerg-Level, aber er macht gerade einfach nichts. Was macht der da eigentlich? Der hat 15 Arbeiter und nichts. Er hat absolut gar nichts anderes. Er hat nicht mal einen Brutschleimpool. Und ich frage mich, was immer der da macht. Oder vielleicht habe ich einfach mehr Übung. Weiß ich auch nicht. Wir sehen auch, das Schaben, das ist schon drin. Die baue ich einfach nur so, weil. Schaben kann man immer gebrauchen. Schaben kann man gut benutzen gegen Marines, gegen so einen frühen Rush oder wenn man selber angreifen will. Schaben sind am Anfang als immer so praktisch. Und man muss sie ja nicht bauen. Hauptsache man hat das Gebäude, man kann sie bauen, wenn man sie braucht, aber brauche ich gerade nicht. Was wir hier sehen ist, er baut eine Fast Expansion, obwohl er am Anfang nichts geschissen gekriegt hat. Das ist schon ziemlich riskant, weil er hat nichts, um sie annähernd zu beschützen. Und er hat auch nicht das Supply oder die Arbeiter, um es halten zu können. Das heißt, er hat einfach das Ding gebaut und denkt sich so, ja, komm, passt schon irgendwie. Und wir sehen hier, ich habe schon längst einen Bau weiterentwickelt. Bin gerade dabei und laufe hier schön vor mich hin. Und jetzt denke ich mir, ich baue ein paar Zerklinge einfach nur darum, um ein bisschen hier auf Ding zu setzen. Ein paar Zerklinge, damit ich ein bisschen Verteidigung habe, weil ich wusste nicht, was er hat. Und ich brauche den Stachelkrabbler einfach nur, falls er Zerklinge schickt, um sie abzuwehren. Weil Zerk, Zerk bin ich extrem schlecht. Ich verliere meistens gegen Zerk, Zerk. Weil ich es nicht mag, gegen Zerg zu spielen. Aber das habe ich einfach mal gedacht. Gucken wir mal. Und da bin ich gerade mit seinem Overlord in seiner Base und denke mir so, der Typ hat nix. Was macht der eigentlich die ganze Zeit? Und wir sehen auch, er hat immer noch nichts. Und dann denke ich mir so, was ist das? Oh, komm, egal. Geh mal hin und guck mal, was er so macht. Und da sind schon meine Zerglinge unterwegs. So, und ich frage mich die ganze Zeit, was hat der in der ganzen Zeit nur getrieben? Wir gehen mal kurz in meine Sicht. Und ich sehe dann da, oh, da ist Creep und denke mir so, oh nee, der hat eine Fast Expansion gemacht. So, erste Reaktion natürlich, auf zur Expansion. Und da hat er schon aufgegeben. Da hat er schon aufgegeben, wahrscheinlich, als er meine Zerklinge gesehen hat. Der hat die nicht mal gesehen. Warum gibt der dann auf? Naja, also. Hat er einfach aufgegeben. Ich fand's witzig. Da kommen noch mehr Zerklinge, einfach nur um Druck zu machen. Und da habe ich das erste Match gewonnen. Naja, kann passieren. Also, das war jetzt der erste Teil der ersten Folge. Der zweite Teil kommt sofort. Ich muss nur kurz das andere Replay laden. Einen Moment. Das heißt, ich schneide das wahrscheinlich raus, aber wir müssen gleich in dem neuen Replay sehen. Bis dann.
Und da sind wir auch schon im nächsten Replay. Das bin ich. Ich, sondern ich bin immer Zerg. Ich bin Zerg. Ich bleib Zerg, bin Zerg. Ist so. Okay. Dieses Replay ist auf einiges spannender als das andere. Also das erste war nur so ein bisschen so zum Aufwärmen zu gucken. Hier der Gruß. Alles schön, alles läuft. Und natürlich könnte ich. Ich zeige jetzt einfach mal alles in Originalgeschwindigkeit. Ich spule hier jetzt nicht großartig rum, sondern erzähle einfach nur so, was passiert. Dann könnt ihr einen schönen Überblick von dem Match haben. Ich kann auch einfach mal in meine Perspektive wechseln. Das ist alles ein bisschen spannender für euch. So. Also erzähle ich mal so ein bisschen so, was ich. Obwohl. Na, ist auch irgendwie doof, wenn ich in meiner Perspektive alles bin. Ich bleib mal lieber so und erzähle dann zu dem, was sie so lernen können. Ihr seht ja hier, wie ich spiele. Ich hätte das nächste Mal wieder schon gesagt. Einfach mal. Gut, Mikrofon ist an. Also ich werde demnächst einfach mal richtig normal spielen und gucken. Also er baut direkt den Wall in, was natürlich schlau ist, weil er weiß, dass ein Zerg mit den Zerglingen bei dem Terrananfang sehr viel Schaden anrichten kann. Oder ihn gar vernichten kann. Deswegen ist es sehr wichtig, am Anfang den Wall in zu bauen. Und das ist ihm klar und er macht es auch, was ich ja auch gut nachvollziehen kann. Weil ich die ganze Zeit lang auch mich mal mit dem Cheesing, also durch 8 Pools in die Silberliga reingehauen. Einfach nur ein bisschen höher zu spielen, weil ich irgendwie immer in die Bronzeliga eingesetzt werde, wie dieses Mal auch. Naja, also gucken wir mal. Was passiert denn Schönes noch? Also das ist halt ganz normaler Anfang, wie ich ihn gerade schon erzählt habe. Extraktor kommt bei First and Supply. Mein Overlord ist schon unterwegs. Was ich gerade nicht verstehen kann, warum habe ich jetzt einen Overlord gebaut? Habe ich denn. Ich hab nur einen, ne? Hä? Doch, ich hab. Warum habe ich den Overlord gebaut? Na, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ist egal. So, gucken wir mal. Ja, hier, wie mein Anfang kennt ihr ja. Also, ich baue jetzt gleich noch meinen Spawning Pool. Gleich kommt dann noch das Speed Update rein. Dann passt das schon. Er hat seinen Wall-In immer noch nicht fertig. Was noch nicht ganz so wild ist. Erst so ab 4 Minuten ist es richtig gefährlich. Ab 3 Minuten, weil dann sind normalerweise die Zerglinge da, die man für den 8-Pool braucht. Und dann ist es haarig, wenn die reinkommen. Also, das ist nicht so schön. Das heißt, noch ist es nicht so wild. Und da hat er was gemacht, was mich richtig aufgeregt hat. Und zwar hat er da einfach diesen scheiß Maschinendock hingebaut, um mich zu trollen, damit ich einfach die Expansion nicht nehmen kann oder damit er ein bisschen Vision hat. Ich weiß gar nicht, wie viel Vision dieses Ding überhaupt bringt. Aber anscheinend nicht sonderlich viel. Naja. Gucken wir mal. Von mir weiß er gerade nichts, was ich gerade mache. Naja. Ich habe nicht sonderlich viel gemacht. Ich habe hier meine Schabenhöhle gebaut. Und werde gleich auch wahrscheinlich scouten gehen. Na, da ist auch schon der Scout unterwegs. Da ist er schon, da ist er schon. Und dann bin ich hier lang gelaufen und sehe. Oh mein Gott, was ist das? Und ich denke sofort so, dass es ein Dings ist. Dass es eine Kaserne ist. Und denke mir so, oh nein, oh nein, oh nein, die Welt geht unter. Und dann sehe ich, oh, ist nur ein Scheiß-Maschinendock. Ja, komm, scheiß drauf. Passiert eh nichts. So, also bin ich zurück. Hab mich angepisst gefühlt. Und da kommen auch schon die Zerklinge, um dieses Drecksding kaputt zu machen. Die ganze Zeit, die ganze Aufregung, die ich hatte, hat er genommen, benutzt, um sich eine Kommandozentrale zu bauen, also eine Expansion. Was natürlich nicht schön für mich ist. Ich habe nicht gemerkt, dass mein Overlord hier oben am Verrecken ist. Was natürlich nicht so doll ist. Aber passiert. So, er ballert hier munter vor sich hin. Der Overlord interessiert es einen Scheiß. Kommt hier und wird er von anderen umgebracht. Komm. Zack, tot. Lecker, lecker, lecker. So, und dann hauen wir das ganze Drecksding mal weg. Also. Wir sehen oben, er haut voll auf die Produktionspumpe. Bei mir ist es alles noch gerade ein bisschen tech-mäßig. Ich arbeite meine paar Zerglinge raus, damit ich ein bisschen was an Verteidigung habe. Weil ich halt Sorgen hatte von dem frühen Angriff. Weil die ganzen Arbeiter da vorne waren. Und ich habe mir gedacht, komm schon, wenn er das meint, dann greifen wir ihn jetzt mal an. Und dann habe ich meine Einheiten nach vorne gezogen und denke mir so, ja, komm, hauen wir dich weg. Deiner Scheiße da. Dass er eine Expansion hat, wusste ich zu dem Zeitraum noch nicht. Doch, ich wusste es, aber. Naja. Gut, dann bin ich dahin und hab dann gesehen. Oh nein, Scheiße, ein Bunker. Nicht schön. Bunker tun weh. So, hier sehen wir jetzt gleich wundervolles Mikro von mir. Los. Alle drauf und dann. Oh, 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 oh. Ich bin zu blöd, die Viecher zu teilen und dann angreifen zu lassen. Naja, hier habe ich es teilweise hingekriegt. Die machen jetzt da schön Schaden und ich zwinge ihn damit abzuheben und diese Expansion für den Augenblick fallen zu lassen. Aber die Einheit da stehen zu lassen ist viel zu gefährlich, weil wir sehen hier kommen ganz viele Marines und die würden meine ganzen Zergling einfach nur weghauen. Und ich habe keine Lust auf die Verluste gehabt. Deswegen habe ich mir gedacht, ne, keine Lust, meine ich. Da kommt auch mein Bärslingsnest gerade ins Spiel.
Die Banelings benutze ich wirklich gerne auch gegen Terraner, zusammen mit den Swarmhorst, einfach nur weil sie schön Damage machen und doll sind. Ich habe keinen taktischen Rückzug gemacht, was mich gerade ein bisschen wundert. Aber er versucht mich hier gerade mit Micro auszuspielen. Ich konnte nicht viel töten, ich habe zwei getötet. Und da ist das Interessante, und zwar bei euch hier gerade die Berstlinge. Und das ist wirklich ein sehr interessanter Zug von mir. Ich habe auch gesehen, vorhin, als er die Expansion hatte, dass ich einfach mal reagieren muss, habe einfach direkt mal selber zwei Expansions rausgehauen. Einfach um ein bisschen economy-technisch vorne zu liegen. Und momentan liege ich auch noch relativ vorne. Naja, passt ja. Wir haben auch gerade gesehen, dass es schön seinen Bunker komplett weggefickt hat. Er hat einen Haufen Soldaten verloren. Zwei bleiben mir nur übrig. Ja, schön für dich. Naja, passiert. Und dann mache ich gerade einen Haufen Erde kaputt, weil ich es kann. Naja, soll ja vorkommen. Also, Expansion steht immer noch nicht. Mein Bau steht aber schon. Und das müsste heißen, ich pumpe jetzt erstmal Mineralzerklinge. Naja, ich pumpe Mineralzerklinge. Hat schon einen Grund gehabt haben. Ich weiß nicht mehr genau, welchen Grund das hatte. Wahrscheinlich einfach nur, um Druck aufrechtzuerhalten zu können, weil er die ganzen Arbeiter da hat. Die ganzen Kämpfer da hat. Aber naja. Er reagiert, indem er zwei neue Bunker baut. Das ist natürlich auch eine interessante Tatsache. Einfach nur, damit die Zerklinge und die Schaben, falls die Schaben kommen sollten, was in diesem Fall nicht der Fall ist, abwehren zu können. Jetzt kommen Schaben. Haha. Weil Bunker sind einfach relativ stark, was die Verteidigung angeht. Weil sie halt sehr viel aushalten und trotzdem die vier Marines drin schießen, die zusammen dann 4x6 sind 24 Schaden machen. Und das in einer ziemlich hohen Geschwindigkeit. Das ist einfach nicht schön. Das steckt man nicht so gerne ein. Die machen nämlich in unter einer Sekunde 6 Schaden. Also 24 Schaden, das ist nicht so doll. Naja. Bunker sind eine gefährliche Sache. Naja.